Ja, es ist schon schwer zu erklären. Also auf das Regensburg-Spiel will ich jetzt auf keinen Fall zurückführen, dass wir da einen Knacks gekriegt haben oder so. Also das auf keinen Fall. Aber ja, es gibt halt so Tage, wo dann wirklich mal nichts zusammenläuft. Wir haben es ja im Video auch nochmal analysiert. Und da wurde uns auch ganz klar aufgezeigt, dass da einige Faktoren halt nicht gestimmt haben. Und wenn das dann halt so zusammenkommt, dann ist es sehr schwer, ein Spiel zu gewinnen. Also es war ganz klar, dass wir zu viele Ballverluste gehabt haben in den Spielen nach vorne hin, die Erfurter so aufgebaut haben. In der Aggressivität gegen den Ball, gegen den Gegner, das war einfach zu wenig. Und dann die Chancenverwertung natürlich auch, hat man 300-400-prozentige. Und wenn das dann alles zusammenkommt an einem Tag, dann kann man so ein Spiel halt nicht gewinnen. Ist halt traurig im Nachhinein, weil es eine unnötige Niederlage war. Ja, also ich habe das von vornherein gesagt, dass wir eine gute Mannschaft haben, dass wir uns qualitativ mit den Neuen verstärkt haben. Der Stamm, der war ja eh schon da und hat gepasst. Charakterlich sind wir gefestigt, auf jeden Fall. Und da bin ich felsenfest der Meinung, dass uns diese zwei Niederlagen nicht umwerfen werden und dass wir da jetzt auch die richtigen Schlüsse aus dem letzten Spiel ziehen und dann am Samstag auch komplett anders auftreten werden. Also wenn sowas auffällt, dann natürlich ganz klar, dass man da dazwischen haut und ja, dann die Situation oder die Sache anspricht. Es ist klar, dass es auch immer wieder ja, unzufriedene Spieler gibt, logisch wie in jeder Mannschaft auch, die hinten dran stehen. Aber wie gesagt, die Saison ist wirklich so lang und wir haben es ja jetzt gerade das Beispiel, dass viele verletzt sind oder die Gelbsperren, die kommen jetzt und da wird dann jeder gebraucht. Und von daher ist halt wichtig, dass die kompletten Wochen über, auch wenn man mal hinten dran steht, halt dann im Training doch die Qualität hochgehalten wird. Dass, wie gesagt, wenn der Punkt mal kommt, die Zeit, dass man dann eben auch hundertprozentig ja, auf den Spieler zurückgreifen kann. Aber das ist jetzt überhaupt nicht der Fall. Also, dass jetzt da irgendwo Probleme innerhalb der Mannschaft sind, wo der Stefan, ich oder auch der Marc jetzt gefordert sind, um ja, irgendwie dazwischen zu gehen.